Herr Ministerpräsident, wenn man sich das so alles anguckt, was Sie sagen, dann kann man nur sagen, die Worte der Landesregierung zeigen, was Sie gerne wären, Ihre Taten zeigen aber, was Sie wirklich sind. Und die bleiben hinter den Worten weit zurück, denn die Öffentlichkeitsarbeit ist nicht gedeckt durch das, was Sie tun. Kaum ein Versprechen, das mit dem dritten Haushalt zur Halbzeit dieser Koalition noch Bestand hätte. Kein einziger Hinweis im Haushaltsentwurf, dass von dieser Landesregierung noch größere Dinge zu erwarten wären. Und das finde ich gemessen an der ja doch immer noch günstigen Finanzsituation des Landes eine ziemliche Armseligkeit. Man würde doch erwarten, dass so eine Regierung, die sich ja bundesweit loben lässt, wie innovativ das doch alle sei, dann auch vorangeht und zeigt, wie das in der Sache geht. Das tun sie alles nicht. Stattdessen eine Koalition, bei der die Differenzen und Widersprüche jede Woche größer werden, wo sie sich über Kleinigkeiten streiten und wo sie die großen Probleme gar nicht erst angehen. Ihr eigener Anspruch war ein großer Aufbruch. Sie wollten ein visionäres Bündnis sein. Also wer Visionen hat, soll nicht zum Arzt gehen. Da widerspreche ich dem früheren Altkanzler. Ich finde, das wäre schon wichtig für das Land. Aber Teile davon wenigstens in Ihrem Haushaltsentwurf wiederzutreffen, wäre ja was ganz Schönes. Aber Sie kommen allenfalls in den Presseerklärungen der Landesregierung vor. Sie sind, was das angeht, zur Halbzeit wirklich gescheitert. Ihre Zwischenbilanz ist schwach und lässt nichts Gutes für den Rest der Legislaturperiode ahnen.